Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute mal den New Company Mod Version 1.2 von Shumi. Den hat er geupdatet. Und das schauen wir uns doch jetzt mal an. Das heißt, ihr habt verschiedene neue Ladestellen auf der Map verteilt. Und in 2, 4, 6, 7 verschiedenen Städten. Und das schauen wir uns doch jetzt mal an. Wir sind jetzt hier in Bialystok. Irgendwo, im Nirgendwo, im tiefsten Osten. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das da aussieht. So. Also könnt ihr vorne schon eine Baustelle sehen. Und bei dieser Baustelle habt ihr dann hier eine Abladestelle. Das heißt, ihr macht Folgendes, ihr fahrt hier hin. So, und jetzt sagt er, zuck, bestätigen. Dann fahrt ihr auf die andere Seite. Hier müsst ihr praktisch dann die Ware abliefern. Natürlich mit Spiegel fahren, ganz wichtig. So. Und dann sieht es dann so aus hier. Nochmal rum. Und zack, die Bohnen. Und schon haben wir praktisch unsere erste Tour abgeliefert und das ist praktisch hier so eine neue Abladestelle. So, wir befinden uns jetzt hier in Stettin. Wieder auf einer Baustellenzufahrt. Da machen wir noch gleich mal die Warnblinkanlage an. Und da müsst ihr jetzt hier praktisch reinfahren. Sehen tun wir nicht. Da fahre ich jetzt bestimmt ein paar Parken über den Haufen hier. Na. Das ist vielleicht schlau, wenn man kurz wartet, bis die Autos hier weg sind. Dann kann man hier auch schön sauber reinfahren. So, dass man hier nichts über den Haufen fährt. Da ist nichts. Ist halt dann diverse Waren habt ihr dann hier. Also sind mehr Baustoffwaren, ne? Das muss man gleich mal dazu sagen. So, ist ein bisschen blöd hier, weil der Bagger da drin steht. Jetzt fahren wir nochmal hier reinfahren hier ein bisschen. Dann müsste es aber eigentlich auch gleich passen. Ja, so, jetzt sind wir richtig drin. Und so sieht es halt dann aus in Stettin. Ich habe auch schon Ware gefunden für Schweden, für die Örebro. Das ist ganz oben, oder ziemlich auch im Norden oben. Da gibt es jetzt mittlerweile auch schon Ware. Ich kann euch leider nicht sagen, wo es überall welche gibt. Da anscheinend Shumi das schon erweitert hat, aber hierzu keine Liste geschrieben hat, wo neue Abladestellen sind. Deshalb muss man das halt dann im Mod Manager suchen, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, wo man jetzt das finden kann. Wir gehen jetzt mal in den Auftragsmanager oder im Frachtmarkt rein und dann zeige ich euch, wo man das am besten erkennen kann. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen durchscrollen. Hier. Wenn ihr dieses Baustellenschild seht hier, diesen Packern hier, dann wisst ihr, das ist so eine, das ist praktisch so eine Abladestelle mit diesen Baustellen, ne?
also hier nicht Firmen eure Goodies-Stocke, so wie sie nicht alle heißen, die nicht gucken, sondern auf dieses Baustellenschild und dann wisst ihr, das ist die neue Abladestelle, was bei diesem Mod integriert wurde. Das nur so mal zur Info. Mittlerweile gibt es auch in Bordeaux, ich muss mir das fast mal ein bisschen aufschreiben hier, Bordeaux, gibt es jetzt auch neue Abladestellen, beziehungsweise was Baustellen betrifft. Jetzt schauen wir hier mal schnell. Oh, die Ampel ist aus. Wieso sind die jetzt aus? Ach, weil es nach 18 Uhr ist. Deshalb. Hier müsst ihr auf alle Fälle immer mit dieser 90 Punkte machen. Dann könnt ihr, dann seht ihr das hier, aber hier funktioniert es nicht. Also immer das oben, dass ihr 90 Punkte bekommt. So, und dann hier natürlich zwischen die Hütchen reinschüsseln. So, wenn Autos durch sind, dann ist es immer ein bisschen doof. Hier sehen tust du gar nichts. So, auf alle Fälle muss man da schön rückwärts reinrangieren. Bordsteinkanten. Naja, ist nicht so schlimm. Oder die Wolfe hier. Und ich habe ein Hütchen über den Haufen gefahren. So, alles reicht schon. Aber so sieht's halt dann aus in Bordeaux. Schön, dass jetzt Frankreich auch mit am Start ist, was diese Baustellen betrifft. Also wer Baustellen Touren fahren möchte, das ist hier genau richtig mit dem Mod. Mittlerweile sind wir angekommen in Polen, hier bei Wrocław. Rotkohl hier halt, ne? Und im Fachmanager wird auch dieser Ort angegeben. Aber wie ihr sehen könnt, ist es hier draußen. Also es ist wirklich. Guckt dann bitte auf euer Navi, weil es dann zwar für diese Stadt deklariert ist, aber dann doch irgendwo außerhalb ist. Müsst halt dann immer ein bisschen gucken, nicht dass er da in die Stadt reinfahrt und dann, ja, wo ist es denn? Und dann ist es doch nochmal 50 Kilometer außerhalb. Das nochmal so am Rande zu erwähnen. So, dann gucken wir uns das hier nochmal ganz flink an. Oftmals ist es ja gar nicht so einfach mit dieser Parkerei hier. Das ist natürlich rot, das ist doof. Aber ist mir jetzt Bockwurst. Piep, 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 piep. Das ist aber Polizei hinter mir, das war wieder so. Das war wieder klar wie Kloßbrühe, ey. Aber egal. So, du bleibst jetzt mal stehen. So, dann probieren wir nochmal, dass wir da reinkommen. Eieiei, ist gar nicht so einfach hier alles von. Ui, Mini, das wird da wieder nichts. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, fast ein Ausspiegel weggefahren, ey. Da müssen wir noch ein bisschen rangieren hier. Also, auf alle Fälle macht der Mod saumäßig Fun. Schade, dass es jetzt nur für die Kombination für Ding gibt, also fürs Baustellengewerbe jetzt hier. Weil so Holz fahren zum Beispiel irgendwo im Wald oder so wäre natürlich auch geil. Als Beispiel, nur ein Beispiel. Das sorgt natürlich dann auch ganz klar. So, haben wir es ja schon wieder geschafft. Er ist schon wieder grün hier. Zip. Auch mal gerade lenken hier und dann nach vorne fahren. Ja, so. Das ist im Prinzip alles. Aber echt coole Mod. Und ja, mehr ist es im Prinzip nicht. Guckt halt, wie schon gesagt, im Frachtmanager. Immer schön. Was sind wir denn? Hier sind wir. Keine Ahnung. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder nichts finden. Dass ich es euch nochmal kurz zeigen kann. Nicht, dass ihr mein Video nicht ganz angeguckt habt. Dann wisst ihr es nicht. Hier zum Beispiel haben wir zwei so Sachen. Einmal nach Bordeaux zum Beispiel und einmal nach Pyrlestok in Polen hier oben irgendwo. Keine Ahnung. Da ja. Genau. Hier ist zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, hier dieses Pyrlestok. Und die Abladestelle ist aber hier ganz oben. Also, dass ihr bitte auf euer Navi guckt, dass das doch ein bisschen außerhalb ist.
bei Bordeaux ist es dann im Prinzip dasselbe Bordeaux hier unten und da draußen ist es dann. Genau, mehr ist es im Prinzip nicht, aber echt coole Sache. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Mod. Lasst auf alle Fälle einen Daumen da für den Schumi, dass er sieht, dass gut ankommt, das gefällt, dass er da schön weitermachen muss. Wie viele Städte jetzt insgesamt sind, kann ich euch nicht sagen. Es sind auf alle Fälle mehr als wie 7, wie ich am Anfang erwähnt habe. Auf alle Fälle viel, viel Spaß damit. Und in diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut und bis bald. Ciao.